Und da geht's auch schon direkt weiter, gerade da, wo wir aufgehört haben. Und es passiert eigentlich immer noch nicht wirklich viel. Ja, Spanien ist immer noch kurz davor, also republikanische Spanien ist immer noch kurz davor, den Krieg zu verlieren. Ja, Mann, ich warte einfach nur. Gott sei Dank! Ich warte einfach nur noch drauf, dass republikanische Spanien kapituliert. Aber in der Zwischenzeit, oh mein Gott, it finally happened! Premierminister Baldwin. Baldwin? Neville Chamberlain. What the fuck? Premierminister Baldwin? Naja. Hat deutlich gemacht, dass die Würde des Königs verletzt würde, würde er eine Frau heiraten, die nicht nur aus dem einfachen Volk stand, sondern dazu noch geschieden und, als ob das noch nicht schlimm genug wäre, obendrein noch Amerikanerin ist. Oh mein Gott, Amerikanerin. Nachdem seine Majestät in sich gegangen ist, hat er die Liebe statt der Pflicht gewählt und entschieden abzudanken. Sein jüngerer Bruder Albert wird König George VI. Wird als König George VI. Den Thron besteigen. Buchmacher in London nehmen bereits Wetten an, ob dieser schüchterne Mann zu seiner eigenen Krönungszeremonie erscheinen wird. Gott schütze King George VI. Ja, populäre Galionsfigur und wir haben, oh Gott, endlich. Wir haben den Modifikator von Edward dem 8. War es Edward der 8.? Weg und jetzt George den 6. Was uns mehr nationalen Zusammenhalt bietet und wir sind jetzt wieder bei wunderbaren 80%. Das ist doch wunderbar. Das ist doch echt wunderbar. Gut, dann haben wir die Krise jetzt auch überstanden. Und ja, hier unten ist immer noch kurz davor. Aber immer noch nicht final. Was geht? Was ist euer Problem? Ich meine, ich würde es bevorzugen, wenn die Republikaner gewinnen würden. Ne? Dann müsste ich mir um die Nationalisten keine Gedanken machen. Aber schauen wir mal. Gut, der Schattenplan ist abgeschlossen. Wir haben ein bisschen Zeug, ja, Forschungsbonus Industrie. Das wird auf jeden Fall unser nächstes Ziel. Und dann gucken wir auch gerade wieder, was machen die anderen Industriebemühungen? 2. Standard, Bomberschwerpunkt, ja, okay. Zusätzliches Forschungsteam. Oh mein Gott, die Italiener bekommen ihr nächstes Forschungsteam vor uns. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Verbessern Sie das Eisenbahnnetz, glaube ich, auch so ein bisschen Infrastruktur, Gedöns, fortschrittliche Torpedos. Das ist auch richtig scary. Das bedeutet, dass die Torpedos der Japaner von jetzt ab 100% mehr Reichweite haben. Die legendären Long Lance Torpedos. Und Zentralamerika immer noch bei Pax Romana hier hinten, da auch nichts Neues. Was ja auch nichts Schlechtes ist, aber ja, schauen wir einfach mal. Wir haben das Feldlazarett endlich freigeschaltet, wunderbar. Das heißt, wir können jetzt wieder auf andere Sachen konzentrieren. Und zwar haben wir jetzt quasi 1937, da steht noch 1630, aber das ist nur noch ein Tag wirklich entfernt. Und womit fangen wir an? Bauwesen oder konzentrierte... Ich würde sogar sagen Bauwesen, damit wir die ganzen Sachen hier schneller raushauen können, die ganzen Fabriken. Und ja, in 42 Tagen bekommen wir unser neues Schlachtschiff, also zumindest den Bauplan dafür. Und ja, gehen wir wieder zurück und gucken Spanien zu. Oh ja, jetzt sind die richtig fucked, ja, jetzt wird Madrid gleich eingeschlossen. Barcelona hält immer noch aus, allerdings hier unten sieht es auch nicht so Bombe aus. Und das war's, Madrid ist gefallen. Madrid ist gefallen und Barcelona ist die neue Hauptstadt und wenn die jetzt auch fällt, dann haben die Nationalisten endgültig gewonnen. Scheiße. Nein, wir wollen das nicht. Oh Gott, die hassen uns. Oh, die hassen uns mehr. Wieso hassen die uns mehr? Ach so, weil wir... wir halten Gibraltar. Wieso hassen die uns nicht, weil wir Gibraltar halten? Wahrscheinlich noch nicht. Oh Gott, ich habe Angst vor denen. Wir müssen uns dann um die kümmern. Das, ja. Das müssen wir dann tun. So, was machen wir jetzt? Forschungszeit Industrie wäre, glaube ich, im Moment ganz cool.
Forschungszeit, Ausrüstung brauchen wir, glaube ich, im Moment noch nicht allzu sehr. Was haben wir hier? Immer noch Baugeschwindigkeit, Militärfabriken. Das wollen wir auf jeden Fall noch machen, aber wir bauen im Moment noch keine Militärfabriken. Von daher wäre es so ein bisschen verschwendet. Ich möchte das hier so gut es geht optimisieren. Ganz einfach, weil wir so wenig Punkte bekommen. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen jetzt einfach mal Forschungszeit Industrie. Weil Industrieforschung super wichtig und dauert auch meistens super lange, was echt ätzend ist. Und wenn wir das einfach schnell raushauen können, ist das super. Dann können wir viel schneller mit eigentlichen Produktionen anfangen und das wird alles einfach viel besser sein. So, die Dudes hier unten, ich wollte euch eigentlich mal reformieren, vor allem dich da. Dir fehlt Ausrüstung. Wollen wir aus dir hier etwas anderes machen, ist die Frage. Colonial Garrison. Würde mehr Soldatenzahl einnehmen, mehr Infanterieausrüstung und wir halten Zusatzausrüstung zurück. Ist okay, oder? Ich meine, was wollen wir mit Kavallerie? Maximale Geschwindigkeit, sogar super langsam. Nee. Komm. Das wird Colonial Garrison. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind nun eine Colonial Garrison. Haben wir noch irgendwo in unseren Garnisons-Dingern hier? Nee. Wir sind tatsächlich sämtliche Kavallerie losgeworden. Das heißt, wir könnten das hier auch eigentlich komplett löschen. Was war da eigentlich drin? Vier Kavallerie, einmal Aufklärung. Toll. Na, hier haben wir sechs Infanterie und einmal gar nichts. Das ist auch nicht wunderbar. Aber wir haben 10 Erfahrung. Ja. Das brauchen wir. Und zwar für Pioniere. Vor allem wegen der Verteidigung. Und der Verschanzung. Und der Stärke. Und der Zuverlässigkeit. Auf jeden Fall Pioniere. So. Kostet auch uns auch wieder einen ganzen Batzen Zeug. Und die Kavalleriebrigade können wir einfach löschen. Weil brauchen wir nicht mehr. Und da ist unser Schlachtschiff. Wunderbar. Wollen wir jetzt noch mehr oder wollen wir erstmal wieder auf Industrie? Ich glaube sogar, wir gehen erstmal wieder auf Industrie. Weil uns das mehr bringt. Volles Argument, oder? Weil uns das mehr bringt. Und es. Ja, wollen wir jetzt schon anfangen mit dem Schlachtschiff? Ja, ich glaube, Zerstörer. Das hier ist eigentlich eine gute Flotte, so. Ja. Ich tausche das einfach mal gegen King George V, Schlachtschiff. Wir können das, glaube ich, auch upgraden hier einmal. Was graden wir denn ab? Panzerung? Wird ein bisschen langsamer. Ein bisschen mehr, weniger ausweichen, aber bessere Panzerung. Geschütz. Küstenbeschuss, Feuerkraft, Durchschlagskraft, Schussweite, wird alles besser. Zuverlässigkeit und maximale Geschwindigkeit geht runter. Ich glaube, wir nehmen tatsächlich das Geschütz. Ja, wieso nicht? Und dann bauen wir mal bitte davon hier, würde ich sagen, zwei Stück. Das sind 1,56 pro Jahr. Das heißt, wir sind in ja, 1,5 Jahren sind wir durch. Ungefähr. Und dann haben wir zwei super moderne Schlachtschiffe. Oh ja, und Ressourcen werden natürlich benötigt. Und zwar Öl, ganz viel Öl. Schlachtschiffe brauchen Öl. Und das kriegen wir natürlich von unserem Best Buddy in the World, den United States of America. Und wir hoffen, dass sich das auf unsere Beziehung hier irgendwie auswirkt. Rark. Weil wir wollen auf keinen Fall mit Amerika im Krieg sein. Ja, guckt euch das hier an. Die Nationalisten gewinnen haushoch. No competition. Was machen unsere Buddies hier hinten? Immer noch Torpedos, ja. Immer noch kurz davor, das Ganze abzuschließen. So. Dann gucken wir mal, was wir jetzt gleich machen. Zwar genau jetzt. Industriebewegung, da bekommen wir einen tollen Forschungsbonus. Und jetzt endlich ein zusätzliches Forschungsteam. Brauchen wir unbedingt.
Super wichtig. So, was machen unsere Nachbarn? Marinebomber-Schwerpunkt. Luftfahrtinnovation. Befestigungsbemühungen. Aufrüstungsbemühungen. Was macht Polen eigentlich? Polen zuerst. Bedeutet, dass Indoktrinierung durch Nationalzusammenhalt, bla, okay. Alles klar. Aufrüstung, wie gesagt. Stärken Sie die sowjetische Grenze. Könnte zu Aggressionen mit der Sowjetunion führen. Ja, immer noch Pax Americana Zeug hier. Die Amerikaner sind hier wirklich ganz straightforward, was das angeht. Okay. Also, ja, nichts Großartiges jetzt. Doktrinbemühungen ist ein bisschen scary. Aber unser Forschungsteam ist, glaube ich, das Wertvollste, was im Moment erforscht wird von allen Nationen. Und ja, wann können wir das ändern? Alle der folgenden Filme, boah, wir müssen uns erst im Krieg befinden. Bullshit, ey. Begrenzt. Wir könnten natürlich von nur Freiwillige auf begrenzt umrüsten. Dafür müssen wir aber erstmal hier der Erste Weltkrieg. Das müssen wir loswerden. Von Zivilwirtschaft im Krieg mehr. Ah, nee. Nee. Wie können wir den Ersten Weltkrieg? Das war auch hier irgendwo, oder? Military Training Act. Nationalgeist, der Erste Weltkrieg wird entfernt, aber ist uns erst nach dem 31. Dezember 38 möglich. Holy shit, das sind noch mehr als anderthalb Jahre. Wir müssen noch mehr als anderthalb Jahre warten, bis wir eine richtige Armee aufstellen können. Das ist echt scheiße. Okay, das wird uns ziemlich zurückwerfen, besonders wenn Deutschland oder sonst irgendwer sich dazu entscheidet, den Zweiten Weltkrieg mal etwas früher zu starten. Das wäre dann ziemlich doof. Aber ansonsten immer noch nichts Großes. 29 Tage und die Logistikkompanie ist fertig. Was haben wir hier? Ja, noch mehr als 25 Tage. Okay. Ja, das hier unten, das macht mir auch so ein bisschen Gedanken. Was mache ich mit euch? Ich müsste eigentlich Leute trainieren. Warte mal. Wie viel Mannstärke brauche ich denn, um eine Infanteriedivision zu trainieren, brauche ich ungefähr 10.000 Mannstärke. Holy shit. Toll, ich kann mir 3 leisten und das war's. Ja, das lohnt sich so gar nicht. Okay. Kapituliert endlich. Das ist langweilig. Wir können unseren Schiffen hier zugucken, wie sie ineinander da erfahren und boah. Leute! Krieg jetzt! Und da fällt mir ein, ich habe super fuck up mal wieder. Ich glaube, wir haben vor einem Jahr oder so den Hawker Hurricane erforscht und ich bin immer noch hier bei Zwischenkriegsjägern. Scheiße. Profi-Gamer. Absoluter Profi-Gamer. Oh Mann. Mobilität und maximale Geschwindigkeit ist, glaube ich, ganz gut hier. So, Hawker Hurricane Mark I. Wert produziert, ich glaube. Ich müsste das eigentlich schneiden, damit es niemandem auffällt, dass ich hier gerade so einen Fuck-up gemacht habe. Aber es muss ja auch irgendwie... Ja. Scheiße. Nein, das landet im Internet und für alle Zeiten muss ich mich dann als schlechtester Hearts of Iron Spieler der Welt outen. Ich muss auch echt sagen, das ist das erste Mal, dass ich auf so einer schnellen Geschwindigkeit spiele. Normalerweise spiele ich das so auf Geschwindigkeit 2. Ich spiele das so ganz gemächlich, weißt du, mit so einer Tasse Tee neben mir, mit Keksen und Gummibärchen und dann sitze ich hier 3 Stunden lang und es passiert einfach nichts und ich gucke den schönen Licht dann zu, wie die sich bewegen.
Aber Geschwindigkeit 4 ist echt was Neues für mich. Und normalerweise, wenn ich sowas vergesse, so Produktion, dann sind dann so 3 Tage vergangen in der Zwischenzeit. Und jetzt sind einfach mal so, es ist so 1 Jahr vergangen. So, wir machen jetzt schnell Themawechsel. Wir nehmen jetzt hier schöne Munitionsfabriken. Dann kriegen wir 2, 4, 6 Militärfabriken und das ist wundervoll. Dann können wir mehr Zeug produzieren. Und wir haben auch unser nächstes Forschungsteam. Ja, ich möchte den Bonus eigentlich gar nicht hier drauf verschwenden. Oder? Will ich diesen tollen 50% Bonus auf das hier verschwenden? Oder will ich etwas erforschen, was sich ein paar Jahre in der Zukunft noch liegt? Ich glaube, ich warte damit noch ein bisschen. 1937 haben wir. Was kann man denn 1937 nicht so Schönes kaufen? Ein neues Schiff vielleicht? Ein neues Schiff wäre ganz toll, aber wir haben noch nicht die Marine Produktionsstätten, um da irgendwas zu reißen. Ist die Frage, ob ich jetzt mit Doktrin anfange? Nee, pass auf. So ein bisschen Panzer wollen wir auch haben, ne? Weil Panzer sind cool und Panzer sind toll. Deswegen bauen wir jetzt, also erforschen wir uns jetzt ein bisschen Panzer. Hindenburg-Zwischenfall. Oh mein Gott, die Hindenburg ist nicht abgestürzt. Die Welt ist heute haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Als bei dem deutschen Passagierluftschiff Hindenburg während der Landung auf der Lakehurst Naval Air Station in den Vereinigten Staaten ein Dieselleck entdeckt wurde. Das Leck wurde umgehend behoben. Wäre es nicht geschehen, hätten entzündliche Dämpfe zu einem Feuer geführt, dem das gesamte Luftschiff zum Opfer gefallen wäre. Kritiker der Daseinsberechtigung von Passagierluftschiffen stellen deren fragwürdige Sicherheitsstandards schon lange in Frage. Dieser Vorfall wird wie Wasser auf ihren Mühlen sein. Interessant. Die Hindenburg hat überlebt. Es ist nicht zum Absturz gekommen. Wir spielen ja hier Alternative Universe quasi. Ja, wir gucken gleich, was die alle machen. Logistikkompanie ist fertig. Das müssen wir dann auch noch irgendwie einbringen. Was bringt eigentlich die Funkkompanie? Fernmeldekompanie. Was machst du? Mannstärke benötigt, Moral besser, Nachschubbedarf. Stärke 1, Ausbildungsdauer, Initiative, Organisation und Gewicht. Also, positiv ist wirklich nur Initiative mehr und Organisation mehr. Muss ich mich noch entscheiden, ob ich das mache. Panzer werden gemacht, dann... Ach komm, ich upgrade jetzt einfach mal hier die Artillerie. Damit wir uns da keine Gedanken mehr machen müssen. Und dann wollte ich gucken, was unsere Nachbarn so machen. Strategische Luftangriff... Strategische? Die haben hier die Wahl zwischen taktische und strategische und entscheiden sich für strategische. Also für strategische Bomber und so. Nicht für so Stukas, Junker 57 und so. 87, Junker 87. Das ist neu, das ist nicht historisch. Luftdoktrin haben wir hier, Großkampfschiffbemühungen, das ist relativ historisch. Hochseemarine, die russische Hochseemarine. Ja, was soll man dazu sagen? Die russische Hochseemarine. Zwischenfall an der chinesischen Grenze. Das bedeutet, es gibt Krieg. Weil danach kommt chinesische Marionette oder Krieg gegen China. Japan will Krieg. Und es wird zum Krieg kommen. Bald schon. In ein paar Monaten. Bureau of Ships ist gar nicht sonderlich nennenswert. Die machen halt so ein bisschen Schiffzeug. Und ich hoffe, wie gesagt, dass hier die USA auf unserer Seite bleibt. Und ja. Spanien hat immer noch nicht kabulibiert. Die Kabulibation von Spanien, von Republik Spanien, ist immer noch ausstehend. Und wir können wieder unsere Regierung ändern. Was machen wir diesmal? Ich glaube, jetzt fangen wir an. Na, es ist immer noch ein bisschen weit weg. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Infanterieausrüstung, Forschungszeit. Panzerforschungszeit, Schiffsforschung. Ja, wir könnten eigentlich mal Schiffsforschungszeit machen, oder? Flugzeug. Ich glaube,
glaube, wir haben bei den Schiffen ganz schön viel nachzuholen. Von daher sollten wir da auch ein bisschen was rein investieren. Ich meine, wir könnten uns entscheiden, Infanterie, Ausrüstung, Forschungszeit. Ja, wir haben zwei Sachen, die wir 1938 dann erforschen müssen. Und eine Sache für 1939, wenn wir unten nicht anfangen, was zu machen. Aber bei Schiffen, da haben wir noch für 1936 eigentlich schon ein Jahr zu spät. Mindestens drei Sachen, die mich richtig interessieren. Das U-Boot, ja, keine Ahnung, müssen wir nicht machen. Und ja, super schwere Schlachtschiffe, ist auch so eine Sache, die kann man debattieren. Von daher, ich entscheide mich einfach gerade mal spontan für einen Schiffskonstrukteur. Und jetzt haben wir hier die, die Auswahl. Wollen wir, was machen die hier? Begleitschiff, Reichweite 30%, Sonar 10%. Flugzeugträger, Großkampfschiff, Reichweite, weniger Panzerung. Was haben wir hier? Kleinere Schiffe, die nicht so weit. Ich glaube, wir machen einfach hier das. Flugzeugträger, Panzerung plus 50%, Großkampfschiff, Panzerung plus 10%, Feuerkraft plus 10%. Straight up good. Und wir wollen uns ja auf Schlachtschiffe und Flugzeugträger-Eskorte konzentrieren von da mal. Von daher, Atlantikflotte, Camelot. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Camelot. Camelot. Dann fertig. Okay, und damit ist die Folge auch wieder zu Ende. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.